Eins muss ich singen, ein Köln. Perverse Führer, in aller Namen, im Kopf nur die Hölle, in Ewigkeit Amen, verherrlicht den Tod, seid blind für das Leben, das kann euch Allah nicht vergeben. Yeah. Perverse Führer, in Christi Namen, im Kopf auch die Hölle, ohne Erbarmen, verheizt und verwurstet die Menschheit, am liebsten global, Hauptsache Geld und Erfolg, das ist eure Moral. Yeah. Da hängen wir im Dornengestrüpp von Höllenmoral oder Monsterglück, was den einen beglückt, weil es den anderen erstickt. Wollen wir den Bilder langsam pervers und verrückt und träumen noch alle vom Paradies. Und wissen alle, was das ist, haben es alle schon mal erlebt und gesehen. Es ist ja da, man kann hingehen, doch nicht mit Krieg und Sieg und Hass und Rache, weil Leben ist eine heilige Sache. Das zu erkennen sind wir Menschen. Und hier stehen auch hier. Und wenn wir kämpfen, dann nur dafür. Und nicht für Krieg und Sieg und Hass und Rache. Weil Leben ist eine heilige Sache. Das zu erkennen, sind wir hier auf der Erde. Und wenn wir kämpfen, dann nur dafür. Dann nur dafür. Dann nur dafür. So, okay, ich meine, Klaus den Geiger kennt jeder, aber wer kennt schon Klaus von Wrochen? Das war der junge Mann, der gerade für Sie gespielt hat. Da dürfte noch gerne den Applaus nachkommen, oder? Genau. Aber ich weiß, du bist noch nicht weg, du bleibst noch ein bisschen, ne? Ja klar, natürlich. Da kommt noch eine Menge mehr. Mit diesem selben herzlichen Applaus würde ich jetzt gerne die beiden Damen begrüßen wollen, die maßgeblich für diese Veranstaltung verantwortlich sind, zwei böse Worte hintereinander. Eine davon steht mir vis-à-vis. Das ist liebe Gabi und die zweite Dame ist die Tanja. Ohne Applaus kommt die Tanja nicht, glaube ich, oder? Aber doch, sie kommt. Hier sind wir, Tanja. Guck mal. Hier sind wir. Genau, wir wollen euch alle ganz herzlich begrüßen. Ihr hört jetzt den Probealarm, der unser Programm jetzt ein wenig verzögert, aber den nutzen wir jetzt einfach mal, um darüber nachzudenken. Das ist genau das Geräusch,
dass die Leute, für die wir jetzt Wochen und Monate lang gearbeitet haben, flüchten, wenn sie sich in den Keller verkriechen oder in Angst zu Boden werfen. Bei dem Geräusch, denke ich, kann man sich vorstellen, dass das nicht so schön ist, wenn man das jeden Tag hört. Die Tanja hat die Kleiderkammer an der Drehscheibe geleitet, oder leitet sie immer noch, und hat viele andere Projekte für Flüchtlinge. Wir sprechen zum Schluss noch ein paar Worte für euch. Wir möchten jetzt das Programm einfach gerne eröffnen. Ich gebe der Tanja noch kurz das Mikrofon und dann bitte ich die Marielle Milovic zu uns, unsere Schirmherrin für den heutigen Tag. Wir gehen auf die Bühne rauf, damit uns alle sehen, würde ich mal sagen. Und die Tanja übernimmt mal das Mikrofon. Ja, erstmal möchte ich alle herzlich willkommen heißen. Heute ist es... Okay, ich bin nicht so gewandt in diesen Dingen. Ja, ich bin erstmal froh, dass wir heute tolles Wetter haben. Es ist unsere erste Veranstaltung hier heute und im Prinzip möchte ich gar nicht so viel dazu sagen. Das Programm soll beginnen und ich wünsche euch oder uns allen einen schönen Nachmittag mit ein paar schönen Stunden und wir werden später dann nochmal, denke ich, ein paar Worte an euch richten. Vielen Dank. Ich überreiche das Mikrofon der Marille zur Eröffnung der Veranstaltung. Hallo, herzlich willkommen. Als Schirmherrin dieser, sagen wir, kleineren Veranstaltung hier, möchte ich euch ganz herzlich begrüßen. Und ich freue mich, dass doch einige zusammengekommen sind, um zu zeigen, dass in unserer Gesellschaft Rassismus und Fremdenfeindlichkeit keine Chance haben. Weil, danke. Ich bin sehr sicher, wir wollen alle in einer freien Gesellschaft leben, in der die Würde des Menschen respektiert wird und bei unbekannten Kulturen nicht Bedrohung gerufen wird. Initiiert hat diese Demonstration hier haben die Ehrenamtlichen, die hier in Köln und Umgebung ihr Bestes gegeben haben, um Schutzsuchende und Flüchtlinge willkommen zu heißen und zu versorgen. An euch meinen aller herzlichsten Dank. Ohne euch wäre die Hilfe in dieser Form niemals möglich gewesen. Ganz toll, danke nochmal. Hey!
Dose bekomme ich bei mir im Ort beim Discounter für 95 Cent. Wenn ich nachher auf den Ring in eine Disco gehen würde und mir da eine bestellen würde, würde ich 4 oder 5 Euro bezahlen. Obwohl der Inhalt immer gleich ist, obwohl die Menge immer gleich ist, hat die Dose an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Werte. Mal 95 Cent, mal 5 Euro, obwohl es eigentlich immer gleich ist. Aber wie ist denn beim Menschen? Hat der Mensch überall den gleichen Wert oder hat der Mensch an unterschiedlichen Orten unterschiedlichen Wert? Wenn man sich die Welt mal anschaut, wir haben ISIS, Taliban, aber selbst in Deutschland, Pegida, AfD, da bekommt man den Eindruck, dass der Mensch an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Werte hat. Da wird bewertet nach der Herkunft, nach der Religion und man spricht dem Menschen den Wert ab. Dabei habe ich eigentlich immer gelernt, ich bin christlich erzogen worden, dass der Mensch gleich wert, egal wo er herkommt, egal welcher Rasse er angehört, welcher Religion er angehört. Und so bin ich groß geworden mit dem Wert des Menschen, dass ein Mensch gleich viel wert ist. Jetzt erlebe ich momentan, dass der Mensch unterschiedliche Werte gibt. Ich sehe Bilder, wo Kinder hinter Zäunen stehen, da reden Menschen davon, Grenzen hochzuziehen, Leute auszusperren. Es geht ja um uns. Wir werden, ja, wir verlieren an Wohlstand, an Lebensgefühl, wenn Menschen hier Zuflucht finden. Und den Menschen wird der Wert abgesprochen. Aber was macht den Wert des Menschen denn aus? Seine Staatsangehörigkeit, die Nationalität, sein Geschlecht, seine Religion, was macht den Wert des Menschen aus? Und man hat Menschen auf der Straße gefragt, was macht dich wertvoll? Und der Großteil der Menschen hat gesagt, Beziehungen, Familie und Freunde. Darüber definieren wir unseren Wert, über die Menschen, die wir lieben, Menschen, die uns Anerkennung geben und uns Wert entgegenbringen. Dass Beziehungen kaputt gehen, daran verlieren wir unseren Wert. Und wenn wir mit Flüchtlingen zu tun haben, dann denken wir natürlich immer in erster Linie an materielle Hilfe. Da kommen Menschen, die haben ihr ganzes Hab und Gut verloren, ihr Haus verloren, ihre Altersvorsorge. Die kommen hierhin, ohne dass sie noch Besitztümer haben. Und natürlich ist es wichtig, die Menschen materiell zu versorgen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Menschen auch all ihre sozialen Bindungen verloren haben. Ihre Familie, ihre Freunde kommen hier hin, sind hier fremd, haben alles verloren. Und wir müssen den Menschen nicht nur Materielles geben, sondern auch die Anerkennung und die Würde und den Wert, den sie ausmachen. Und das ist ganz einfach. Selbst wenn ich nicht die Zeit habe oder vielleicht nicht die Möglichkeiten habe, mich wirklich zu engagieren in der Flüchtlingshilfe, so kann ich doch jedem Menschen einen Wert entgegenbringen und ihm Wertschätzung entgegenbringen und ihm Würde entgegenbringen, indem ich manchmal vielleicht einfach nur ihn nett anschaue, ihn einfach anlächle, einen anerkennenden Blick einfach wahrnehmen, als Mensch wahrnehmen und ihm den Wert entgegenbringen, der mir zusteht. Deine Kinder, wenn's ihr lacht, dann lacht der Himmel mit. Der Kinderlachen dreht sich um die Welt. Deine Kinder, von wenn's ihr lacht, ist das Schönste, was es gibt. Deine Kinderlachen Christi mit für Jesus. Warum musst du dich eigentlich hingesetzt? Damit man dich sieht. Na gut. Esse der Star von uns beiden. Träumchen durch ganz leise mit für jede Küche, der da in den Hunger rumwärts.
alles jung, wenn ihr Kinderherzchen lacht, wenn ihr Kinderherzchen lacht. Wenn ihr Kinderherzchen lacht, dann lacht der Himmel mit. Der Kinderlache dreht sich um die Welt. Wenn ihr Kind von Herzen lacht, ist das Schönste, was ich je. Kinderlache, Christe nicht für jetzt. Kinderlache, Christe nicht für jetzt. Kinderlache, Christe nicht für jetzt. Timo Schwarzner! Dankeschön! Ja. Ich wohne stolze Römer, komme Cäsars Legion. Und ich bin eine Franzus, komm in Napoleon. Ich bin Bur, Schreiner, Fischer, Bettler und Edelmann. Sänger und Gaukler, so fing alles an. Sing damit! So sind wir ein, hierhin gekommen. Wir sprechen Glück, all dieselbe Sprache. Wir handeln durch, so viel gewonnen. Wir sind, wie wir sind, wir jecke am Ring. Das ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. Jetzt singt ihr alle hin. So sind wir acht, willkommen. Wir handeln durch, so viel gewonnen. Wir sind, wie wir sind, wir jecken am Ring. Da ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. Da ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. Ganz herzliches Dankeschön an einen kleinen, aber riesengroßen Freund, Timo Schwarzendahl, eine Feschtax. Und natürlich so, nicht zu vergessen. Lassen wir weitermachen. Ich weiß, dass die Gabi einen ganz, ganz starken Unterstützer hat, denn sie ist nicht nur heute hier aktiv, sondern sie ist auch ein stiller Engel. Im wahrsten Sinne des Wortes engagiert sie sich in Köln-Porz sehr, sehr, sehr stark und hat dort nach kurzer Suche für ihre Engel ein neues Zuhause gefunden, und zwar im Hause des DRK. Und vom DRK darf ich ihn nun recht herzlich begrüßen, Heinz-Jürgen Barling. Ja, vielen Dank, lieber Willi. Wir kennen uns ja auch schon relativ lange. Und ich möchte eigentlich keine politische Rede halten, sondern eine Geschichte erzählen, die das wiedergibt, was die Ehrenamtlichen ausmachen. Und Gabriele, lauf jetzt nicht weg. Weil diese Geschichte ist auch für dich und auch für die Tanja stellvertretend. Und wie gesagt, wir haben heute schon ein paar Mal was gehört über Herz. Und in dem ersten Lied kam das eben auch nochmal vor. Und ich lese jetzt eine Geschichte vor. Die Überlieferung ist nicht ganz klar, wer sie geschrieben hat, aber ich fand sie ganz toll. Sie passt wirklich hervorragend zu den Ehrenamtlichen. Eine Frage. Wer von euch hier arbeitet ehrenamtlich? Gebt doch alle mal die Hände hoch. Ja, super, klasse, toll, super. Diese Geschichte ist natürlich auch für euch. Eines Tages stand ein junger Mann mitten in der Stadt und erklärte, dass er das schönste Herz im ganzen Tal habe. Eine große Menschenmenge versammelte sich und sie alle bewunderten sein Herz. Denn es war perfekt. Es gab keinen Fleck oder Fehler in ihm. Ja, sie alle gaben ihm recht, es war wirklich das schönste Herz, das sie je gesehen hatten. Der junge Mann war sehr stolz und prahlte noch lauter über sein schönes Herz. Plötzlich tauchte ein anderer Mann vor der Menge auf und sagte, nun, dein Herz ist nicht annähernd so schön wie meines. Die Menschenmenge und der junge Mann schauten das Herz des anderen Mannes an. Es schlug kräftig. Aber es war voller Narben
und es hatte Stellen, wo Stücke entfernt und durch andere ersetzt worden waren. Aber sie passten nicht so richtig und es gab einige ausgefranste Ecken. Genau gesagt waren an einigen Stellen tiefe Furchen, denen ganze Teile fehlten. Die Leute starrten ihn an und dachten, wie kann er behaupten, sein Herz sei schöner? Der junge Mann schaute auf des anderen Mannes Herzes, sah dessen Zustand und lachte. Du musst scherzen, sagte er, dein Herz mit meinem zu vergleichen. Meines ist perfekt und deines ist ein Durcheinander aus Narben und Tränen. Ja, sagte der andere Mann, deines sieht perfekt aus, aber ich würde niemals mit dir tauschen. Jede Narbe steht für einen Menschen, dem ich meine Liebe gegeben habe. Ich reiß ein Stück meines Herzens heraus und reiche es ihnen und oft geben sie mir ein Stück ihres Herzens. Mein Name ist Fatih Çevikoğlu, das ist türkisch, auf Deutsch heißt das Fatih Çevikoğlu. Ich bin meines Zeichens Kölner. Ich bin, was? Das ist nicht wie im Fernsehen, ich höre dich auch, weißt du? Einfach mal so. Ich freue mich, dass ihr alle hier hingekommen seid. Ich finde diese Veranstaltung sehr gut. Die Drehscheibe und die Menschen, die sich um Menschen kümmern, die in Not hier zu uns gekommen sind. Und das wird viel zu wenig gesehen und gezeigt. Das finde ich sehr gut. Ich spreche als Kölner. Ich bin Kölner. Ich bin gebürtiger, gewachsener, liebender Kölner. Meine Liebe zu Köln würde ich mit den Worten beschreiben. Es ist das Gefühl, wenn der Rhein sein Wasser wie das Blut durch mein Herz schiebt. So. Das ist für den einen oder anderen zu viel, weil du mit Pathos nicht umgehen kannst, das ist das Problem. Das ist Köln, das ist Liebe, das ist tief, das ist... Und man muss auch sagen, ihr seid die, die, sag ich mal, ein positives Bild darstellen, sagen, hier, wir helfen, wir unterstützen und so. Es gibt genug Beispiele, wo ich als Kölner immer denke, so, um Gottes Willen, ich schäme mich, was soll das? Es ist furchtbar, es ist anstrengend, so. Und gerade hier, der Platz, wo du an Silvester hat, eine traurige Berühmtheit bekommen. Ne, seitdem wird die Diskussion ganz anders geführt. Und alle die Menschen, die an dem Tag hier... als Täter aufgefallen sind, ich würde sie im Folgenden Arschlöcher nennen, alle die, die diese Arschlöcher auf ihre Ethnie reduzieren, sind Rassisten. Das ist ganz klar. Weil es den Eindruck erweckt, als wäre Vergewaltigung erst interessant, wenn der Täter auch Migrationshintergrund hat. Und das ist Quatsch. Gewalt gegen Frauen, jede vierte Frau ist betroffen, das Umfeld und so weiter. Und auf einmal sind es die Kanaken. Und das stimmt nicht. Entschuldigung, Kanaken darf man hier sagen, oder? Das ist, also ich sag doch keiner Mensch mit Migrationshintergrund, das sagst du doch nicht. Das sagst du auch nicht zum Steak, Nahrungsmittel mit lebendiger Geschichte. Das sagst du nicht, das ist, also, ne, so. Das, und das sage ich halt als Kölner und du merkst, seitdem ist es auch anders. Es gibt Angst, ne, Angst ist das dominierende Gefühl, was herrscht. Und, sag mal, an dem,
Tag war großer Horror und dann hieß es so, jetzt steht Karneval vor der Tür, wie wird das wohl werden? Es war super. Es war super. Düsseldorf hat den Zug abgesagt, wir haben den Sturm abgesagt, alles gut. Alles gut. Weißt du? Und du siehst auch, es gibt dann so Sachen wie, dann wurde ein Zug abgesagt, ein Karnevalzug in Bornheim wurde abgesagt, ne? Wo es dann auch heißt, man seid ihr doof? Es wurde abgesagt, weil, habt ihr das mitbekommen? Es wurde abgesagt, weil auf der Strecke war ein Flüchtlingsheim. Ein Heim für Menschen in Not. Und so. Dann hieß es, wir können da nicht lang gehen, weil es ein Flüchtlingsheim auf der Strecke. Was ist denn das für eine Botschaft? Was ist denn das für ein, das schürt doch Angst. Das heißt, ja pass auf, wenn wir da lang gehen, dann gehen wir da, kommen wir mit Zug am Flüchtlingsheim vorbei, scheint Kamelle, die verstehen das falsch, kommen raus, springen auf die Frauen drauf. Oder was? Also was wird da für ein Bild? In Schwimmbädern war der Zugang für Menschen mit Migrationshintergründen versagt. Das spaltet alles. Das führt auseinander. Das schürt Angst. Das wollen wir, das will ich nicht. Guck mal, und du hast gesehen, danke für den Applaus. Hör doch mal zu hier. Aber du hast gesehen, Karneval kam und es ist nichts passiert. Wir hier in Köln, wir haben zusammen gefeiert, weil wir das können. Weil Karneval was ganz Besonderes ist, wo alle zusammenkommen können. Und es war überhaupt kein Problem. Die Christen, die Muslime, alle haben gefeiert, es war überhaupt kein Thema. Die einen sagen Kölle, die anderen Allah! Alles gut. Alles gut. Wir feiern einen ganz, ganz tollen Kollegen, Wolfgang Hildebrand. Geht doch. Ja, hallo, einen schönen Tag. Wer mich noch nicht kennt, ich bin halb Amerikaner, halb Kölsch jung, die beste Mischung, die es gibt. Und wenn ich in Los Angeles bin, vermisse ich Kölle. Und wenn ich in Köln bin, vermisse ich L.A. Und das ist der nächste Song. Let's go. L.A.'s fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back. Palm trees grow and the rains are low. But you know I keep thinking about making my way back. I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between shores. LA's fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine no more. I said to no one there. And time lost and I can't even say why. Say why, leaving me lonely still. I love you. Do you know the story about a frog who wants to become a king? And yes, actually, he became one. And it's a story about myself flying between Cologne, Germany and Los Angeles, California. I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between shores. LA's fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine no more. Said to no one there, and time lost, and I can't even say why. I am a cry, I am sad, and I can't even say why.
Jetzt? Ja, machen wir gleich, ja. So, und Dr. Martin Luther King hat 1964 gesagt, I have a dream. Und ich war der erste Deutsche, der im UN-Gebäude in New York ein Friedenskonzert gemacht hat. Und heute nehmen wir den UN-Song hier in Deutschland auf. Und dann passt das natürlich jetzt hier zu. Bevor wir jetzt den nächsten Song singen. Yes. Okay. Klatscht ihr jetzt alle mit auf die zwei. Ich hoffe, es gibt jetzt richtig was Kasala hier. Let's go. I'll be your bridge on a troubled water. I will let it down. When you weary, come on, feeling small. Come on! And friends just can't be found like a bridge over troubled water. I'm in me down. When you're down and out, come on. When you're on the street, when evening falls so hard, I comfort you. Wow! I'll take your part. Come on. Oh, when darkness comes. Sail on by. Ich möchte mal an die vielen Zuschauer ihr erstmal ein herzliches Dankeschön, dass ihr alle gekommen seid.
Wir sind ein bisschen in Verzug. Ich möchte euch aber ankündigen, wir haben noch ein ganz tolles Programm. Und wir brauchen gleich eure und ihre Hilfe. Wir möchten nämlich hier auf dem Roncalliplatz in ungefähr 20 Minuten eine Menschenkette in Form einer Spirale bilden. Und wenn ihr da hinten mal schaut, wir haben die eigentlich schon vorgezeichnet. Wir geben in 20 Minuten etwa Anweisungen, wie wir das dann bitte aufstellen möchten. Und ich möchte euch alle bitten, hier zu bleiben, das Programm noch zu Ende bis anzuhören und anzuschauen und uns tatkräftig bei dieser Spirale, die eine bunte Welt darstellen soll, so bunt wie wir alle sind, zu helfen. Dankeschön. Von uns geht keiner nach Hause, wir bleiben alle hier. So. Applaus. Begrüßt bitte die Kinder vom Kalker Mittagstisch, die uns zwei Liedchen singen, unter der Leitung von Elisen Lieben. Elisabeth Loscher, ja logisch, ich lass mich doch, liebe Elisabeth, du hast mich doch schon einmal eingewiesen und eingenordet, das kannst du heute nochmal machen. Nee, du kennst den Sinn aus, komm ruhig dabei. Das war aber wieder was dünn, oder? Moin, sprach die Kinder. Moment. Was war das? Habt ihr den Applaus überhaupt hier oben gehört? Nee, oder? Sollen die nochmal machen, ne? Sollen wir die Hände aus der Tasche nehmen und klatschen? Ihr habt zwei Hände. Besser? Hallo, kannst du das Mikro noch haben, damit wir wenigstens die Kinder ein bisschen haben? Erstmal hallo, mein Name ist Jamie Davis. Ich leite mit den Kindern vom Kalker Kindermittagstisch ein Musikprojekt. Wir haben uns heute entschlossen, ein Playback zu spielen, weil wir können die Kinder nicht vernünftig abmischen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Wir singen einfach nur drüber. Es sind zwei Lieder. Es ist ein kölsches Lied. Ich bin auch ein kölscher Amerikaner, singe danach noch ein englisches Lied mit den Kids. Die tanzen noch dabei. Hoffentlich habt ihr viel Spaß. Vielen Dank. Achtung. Ich möchte vor Nordkorea, ob der Texamek, möchte ich doch mich auch verloren. Ein Glanz der Ring, ich möcht mich da könne singen. Ich steh nie auf dem Wasser, in der Stadt am Ring. Ich bin hier nicht geboren, doch Köln ist nie heim. Du hast mich heim, warum ihr Nummer, und du hast mich fest. Dann geb ich dir mit bringem Leid zurück. Ich weiß zu Fuß nach Korea, ob der wirksam wird, weiß ich doch, mich auch verlore, entlang der Ring. Ich weiß mich da, wir sind kölsche Menschen und egal wer wir auch ist, Freunde stammen zusammen, ganz egal woher man geht. Lebe, lebe, lasse und uns Köln hält uns fest. Wir tun uns eng zusammen und dann singen wir all mit. Jawohl. Auf der Dixabröt, ja, da möchte ich doch wie eine Laura Lure, in Glanz der Ring. Ich möchte mich statt, ja, ich möchte mich statt, kann ich singen. Und alle klatschen. Ich weiß sofort
das bin ich. Sehr stolzer Kölner. So. Growing up, brother, in a helpless world, where the street kid seems to be always the last one. Take the risk, if there's something left, living life without no hope, without fun. Ain't got no friends, no one to lean on. Running around, brother's always alone. He's trying to find out where he belongs. Without no future, without no hope. Feel the beat, baby. Feel the beat of the street. Realize that this world ain't got no style. If you see a child is crying on the boardwalk, 'cause every day thousand people pass on by and they see the child is crying, but they don't care. Tears are running from their eyes, they're sleeping hungry, cold as ice. Left alone and gone into dirt. Now tell them what they're living for. When I say street, you say kid street. Street. When I say street, you say kid street. Street. When I say street, you say kid street. Street. When I say street, you say kid street. Going. Ich bin auf den Straßen geboren, ich kenne die Straßen, ich bin hier groß geworden, Rapper. Groß geworden, Rapper. Groß geworden, Support Straßen, wir schlafen wirklich Viertel sie. Lies in meine Adern, ich pump Lyrics, die Flow von den meisten Sachen, das ist ein Zeichen des Vaters, Feuer auf dem Asphalt, Leben als Geld und die Welt bleibt als Gas. Ball die Fäusten in die Taschen. Woo! Bullen quatschen. Bullen quatschen. 24 Stunden am Tag über die Straßen warten. Straße ist das Zentrum, das Leben pulsiert. Der ganze alles gewinnt, oder? Alles verlieren, denn die Straße ist das Zentrum. Das Leben pulsiert. Der ganze alles gewinnt, oder? Alles verlieren. Don't give up, don't give up your life. Don't give up the right thing. Don't give up your life. Feel the beat, feel the beat, feel the beat. Feel the beat, feel the beat. I feel the beat, feel the beat, feel the beat, baby. Feel the beat of the street kid, yeah. Thank you, sir. Vielen Dank, war sehr schön. Danke schön. Schönen guten Tag. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Ja. Ungefähr 15 Jahre komme ich allein hier an. Voller Zuversicht. Es war eine neue Stadt für mich und mein Gesang. Aber nach dem ersten Blick auf den wunderschönen Kölner Dom wusste ich sofort, ich liebte diesen Ort und ihr alle. Ich bin immer noch verliebt und es freut mich, hier zu sein für so einen schönen Grund, weil ich habe viel Rassismus in Amerika gelebt und es ist mein Glauben, dass wir sollen alle zusammenkommen in Liebe. Schwarz, Rot, Braun, Weiß, alle zusammen, wir sind alle Gottes Kinder. Dankeschön. Und mit Liebe ist es möglich, weil Gott ist Liebe. Das nächste Lied, Ave Colonia. Ave Colonia, Ave Colonia, forever.
Herz an der Welt schon gesehen. Doch wenn du für mich stehst, weiß ich, hey, hör ich hin. Lachende Mienche, ja, und seh ja, wohin man sieht. Ich han mich verloren an die Stadt und die Lüg. Ave Colonia, du bist immer für mich da. Du bist die eilste Stadt und ich leb mittendrin. Ave Colonia, ich blieb hey und will nie mehr fort. Komm, lass mal singen, forever. Ave Colonia, Ave Colonia, forever. Colonia, du hast ein herrliches Sieg. Die Spruch, dich verstorben, egal was du siehst. Du bist eher fühl, was mein Leben muss. Und weil das so ist, kriegt mich keiner heraus. Ave Colonia, du bist immer für mich da. Du bist die eilste Stadt und ich leb mittendrin. Ave Colonia, ich blieb hey und will nie mehr fort. Komm, lass mal singen, forever. Ave Colonia, du bist immer für mich da. Du bist die eilste Stadt und ich leb in drin. Ave Colonia, ich blieb hey und will nie mit fort. Komm, lass mal singen, forever. Ich möchte gerne sagen, die Deborah Woodson hat ganz kurzfristig zugesagt, ganz spontan, dafür recht herzlichen Dank. Und diese bunten Blumenstrauß, wie ich schon vorhin immer gesagt habe, bunt wie wir alle, bunt wie die Welt. Herzlichen Dank, herzlichen Dank. Und ich hoffe, dass lang nach diesem wunderschönen Tag, dass wir nie vergessen, dass wir alle gleich sind. Und weil Gott mich liebt, ich liebe euch alle. Und die Deborah wird uns gleich auch bei unserem Finalsong nochmal unterstützen. Und jetzt möchte ich mal die Tanja mit auf die Bühne bitten. Die hat sich nämlich da hinten ein bisschen versteckt. Ihr wart ja vielleicht nicht alle hier, sie waren vielleicht nicht alle die ganze Zeit hier. Wir wollen uns nochmal kurz vorstellen. Mein Name ist Gabriele Mazanke, ich leite die Lebensmittelausgabe des Deutschen Roten Kreuzes in Köln-Porz. Und die Tanja Schmieder, die stellt sich kurz selber vor. Ja, mein Name ist Tanja Schmieder, man kennt mich vielleicht von der Drehscheibe. Ich habe dort am 21. September das Ruder übernommen, um die Kleiderkammer einzurichten.
dass unsere Gäste, die wir dort empfangen, die dort noch in, zu dem Zeitpunkt wirklich in Flipflops und in kurzen Hosen angekommen sind, ein ordentliches Paar Schuhe bekommen haben und eine lange Hose, was Trockenes zum Anziehen. Und wir haben uns über die Zeit in den letzten Monaten so viel weiterentwickelt, dass es immer noch unglaublich ist. Vor einem Jahr hätte ich da nicht dran geglaubt. Unser großes Ziel war immer, dass jeder unserer Gäste das Gelände nicht mit seinen nassen Schuhen verlässt. Das haben wir bis zum Schluss geschafft. Am 10.04. wird die Drehscheibe schließen hier in Köln. Und es wird nicht zu Ende sein. Wir werden weitermachen. Wir werden mit vielen Projekten weitermachen und hoffen, oder ich wünsche mir, dass ich oder wir immer noch genauso viele ehrenamtliche, liebevolle Helfer in Zukunft haben werden, wie wir sie in den Vergangenheiten hatten. Und ja, es ist ein toller Nachmittag gewesen. Es ist viel passiert und wir werden jetzt dann unsere Menschenkette machen. Das ist unser Abschluss mit dem Abschlusssong We Are the World. Und ich hoffe, dass allen gefallen hat. Und ja, ich bin immer noch begeistert und sprachlos. Und ja. Das ist nicht ganz so. Immer noch ein paar besser. Und ich bin Baloo der Bär. Ja. Alles wird gut, alles wird gut. Alles wird gut. Das sieht gut aus, Leute! Großartig! No hell below us. Für alle, die drumherum stehen und zugucken und es noch nicht mitgekriegt haben, gliedern Sie sich in unsere Menschenkette ein. Als Symbol für die Erde, den Frieden und die Vielfalt, die bunte Welt. Living for today. Wenn hier jemand ist, der schätzen kann, wie viele Menschen auf dem Platz sind, der möchte uns das bitte mal mitteilen. Wir sind begeistert. Ihr Lieben, ich möchte diese Zeit nutzen, um als Moderator ebenfalls Danke zu sagen. Someday you'd enjoy us. And the world will live as one. Am Pfingstsamstag, den 14. Mai, findet in der Philharmonie ein Konzert mit und für Flüchtlinge statt. Die Schirmherrin ist unsere Bürgermeisterin, Frau Weker. Der Feti, den wir eben schon gehört haben, wird diese ganze Veranstaltung moderieren. Alle Flüchtlinge sind herzlich willkommen und eingeladen, daran teilzunehmen. Dies natürlich kostenfrei. Also macht euch auf den Weg. Heute war ein Anstoß. Seid einfach mit dabei. Und für diesen Gedanken, We Are the World, fort. Vielleicht möchte ich auch im Namen von Tanja und allen mithelfenden Freiwilligen hier einfach mal unsere Freunde in Passau, Dortmund, Düsseldorf und Hamburg grüßen, die ebenso zu dieser Zeit eine Menschenspirale als Zeichen für Frieden und für die Vielfalt der Welt bilden. Liebe Grüße an Jan Anstetter. Danke.
Meine lieben Gäste oder unsere lieben Gäste, ihr bekommt jetzt noch bunte Ballons, die pustet ihr bitte auf, damit ihr gleich mit uns zusammen winken könnt, bitte. Die werden jetzt von einem Ort verteilt. One, two, one, two.
a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to let a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. Oh, yeah, yeah. Ich hab viel